Hey, hey, Buddy Rose, what's up und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ja, herzlich willkommen hier zu Harry Potter und der Feuerkelch. Es geht endlich weiter auf meinem Kanal, nachdem ja jetzt eine Zwangspause war, weil mein Monitor kaputt gewesen ist. Ich habe eigentlich gedacht, es wäre mein PC gewesen, aber nein, der Monitor war kaputt und ich habe dementsprechend auch meine Grafikkarte nicht mehr aktualisiert, die Treiber, und demnach hat auch nichts mehr funktioniert. Ja. Ihr seht hier eine etwas ungewohnte Perspektive, weil, ja, ich habe in einem YouTube-Video mal etwas gesehen gehabt und fand es total geil und habe deshalb auch ein bisschen nachgegoogelt, wie das funktioniert. Und, das kam jetzt dabei raus. Ich hoffe, es gefällt euch und ich mache das Ganze hier mit OBS, das heißt, da die Shortcuts hier nicht funktionieren, in-game, muss ich das leider so machen, dass immer wenn ich eine Szene wechsle, dass ich das Spiel kurz pausieren muss, um zu OBS zurückzuwechseln, um ja, eben genau, die Facecam wieder so zu sehen, dass ihr auch vom Spiel was sehen könnt und nicht die ganze Zeit so meine komische schwarz-weiße Hackfresse seht. Genau, das heißt, es wird ein paar Cuts geben im Spiel, aber das ist, glaube ich, nichts Schlimmes und das sollte ich eigentlich auch gut in den Griff bekommen. Kennt ihr ja von mir, Technik und ich, wir können ja so gut miteinander, ne? Ja, nur mal das kurz zur Erklärung und jetzt würde ich sagen, stürzen wir uns ins Spiel. Bis gleich! Hey, hey, Buddy Bros, what's up und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ja, ihr habt ja gerade eben schon das Pre-Intro gesehen, deshalb wundert euch nicht, warum die Facecam so merkwürdig aussieht. Ja, das ist gewollt. Ich habe mal eine Funktion ausprobieren wollen und die werde ich jetzt so lange ausprobieren, bis wir, ja, bis wir hier das eine Schild gefunden haben. Und wenn wir ein Schild gefunden haben, wir brauchen nur noch zwei Stück. Wenn wir eins gefunden haben, dann ist auch alles wieder normal. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie das hier ist. Ach stimmt ja, ich muss ja mit den Pfeiltasten laufen. WASD funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. EA Games fand es scheinbar sehr witzig, das mal auszuprobieren, wie das ist. Ja, im fünften Teil ist es dann wieder anders. Wahrscheinlich haben sie selber gemerkt, dass die Idee scheiße war. Danke dafür auf jeden Fall. Zaubern kann ich auch nicht. Achso, linke Maus. Hä? Ach, stimmt ja. Ach Gott. Ja, ich habe lange nicht mehr gespielt und ich habe die Steuerung schon wieder vergessen. Stimmt. Herbie Vikus. Genau. Mit sie zaubern. Glaub, machst du die Blüte auf? X, glaube ich, Fluch. Probier ich mal aus. Glaube X. Genau. X war Fluch. Ach ja, hier ist übrigens die Fluchkaskade. Total geil. Und Y war Axio, ne? Axio! Okay. Gut, Steuerung wieder drin. Ist ja nicht so schwer, auch wenn es ein paar mehr Tasten sind als sonst auch. So, meine beiden Kumpanen auch mal wieder ein bisschen. Wow! Hallo? Carpe Retractum! Inflatus! Oh, eine Bohne! Wieder los. Das habe ich ja so gar nicht vermisst, ne? Sieht man mich überhaupt? Das wäre ja schade, wenn nicht, wenn man diese tolle, tolle Sicht sieht. Arbivikus! Ich habe keine Axio-Verstärker drin. Oh, wenn ich schlupfe diese. Lässt du mich in Ruhe? Ich bin hier die wichtigste. Boah. Oh, Ron hat fast keine Bohnen. Okay. Ja, ich werde irgendwann sowieso nochmal die Moody-Herausforderungen machen. Das machen wir aber alles am Ende des Spiels. Ich habe hier im Video schon gesagt, ich muss hier immer hin und her wechseln. Ich kenne den Test nämlich nicht. Im Spiel. Weil ich das mit OBS. Au! Vermiculus! Vermiculus! So. Noch mehr Bohnen! Ron!
Oh, wisst ihr, das hab ich so gar nicht vermisst. Mach die Tüte auf. Mach die Tüte auf, du dummer Potter, Junge. Danke. So, tschüss. Jetzt dürft ihr euch mit den Kackviechern mal rumärgern. Ich gehe. Sag mal, ich hab schon fast 50% meines Lebens verloren. Was ist passiert? Ja, tschüss, Jungs. Ne? War nett mit euch. Vom Leben. Sehr gut. Ron hat wieder voll. Hermine auch gleich. Achso, das geht nicht, ne? Das kommt hier nicht hoch. Ja. Happy Weekend. So, es ist übrigens gleich mit der Facecam alles wieder normal. Ich habe Sorge, dass man das nicht sieht, ne? Ich sehe die Facecam. Beeilt euch! Ja, ne? Oh, da ist er schon. Oh, habe ich auch gesammelt. Cool. Ich glaube, ich sammle jetzt einfach hier dieses Schild. Carpere Tractum! So. Ihr seid erlöst, Freunde. Ihr seid. Au! Ihr seid erlöst. Oh, Carpere Tractum ist mittlerweile auch meisterhaft. Yes, Aufstieg. Talentiert. Facecam hängt so nach unten. Ich habe keine Ahnung, ob man mich sieht. Wäre schade, wenn nicht. Ja, ja, ich bin ja dann doch professionell, ne? Also Freunde, man sieht sich dann gleich wieder. Ich nehme auch jetzt mit OBS, mit GeForce Experience wieder auf, demnach habt ihr auch gleich die gewohnte Umgebung. Bis dann. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu dieser Folge 7. Ich wollte einfach nur mal ganz kurz ausprobieren, wie das ist, wenn die Facecam im Negativformat angezeigt wird. Ich fand es einfach witzig. Nix Herbie Vikus, Hermine. Klatsch! Einmal das Tor auf, bitte. Jetzt habe ich ehrlich gesagt keinen Bock auf diese Scheißviecher. Ach scheiße, ich habe daneben gezielt. Ja, das tut mir jetzt aber leid. Ach nee, doch nicht. Passt alles. So, ich will mir jetzt hier das Schild holen. Und hier gibt es, glaube ich, auch noch ein Geheimnis, oder? Habe ich recht? Ich habe immer recht, Freunde. Nee, habe ich nicht. Diesmal habe ich Unrecht. Oh Gott. Nein. Ja. Ja, Hermine, reg dich ach du Scheiße! Ja! Tschüss! Jungs, ich... aua! Aua! Ihr Drecksviecher! Danke, Harry. Ich wollte gerade sagen, nutz doch mal deine Flugkaskade. Ja, Ron, das ist dein einziges Problem gerade. Nein! Oh Gott. Orchideus. Oh, eine Bohne. Ron! Helf mal, anstatt so ein dummes Zeug zu labern, ne? Aua, hallo! Nein! Freunde! Freunde, ich brauche euch! Okay. Okay, das machen wir ganz einfach. Hallo! Ron!
Nein, ich hau nicht wieder auf meinen Schreibtisch. So. Mister. Das wollte ich eigentlich nicht aktivieren, aber okay. Run! Aua! Bin ich jetzt eigentlich gleich tot? Nee, bin ich nicht. So. Nein, Hermine! Oh Gott. Ron! Mich auch, und ich bin die Einzige, die mal wieder fast tot ist, ne? Das ist der Hammer. Aua! Ich bin gleich tot. Und Ron auch gleich. Ron, du bist gleich tot und du... Ja, das hast du jetzt davon. Ich bin auch gleich tot. Ich brauche ausnahmsweise mal diese Bohnen, ne? Eine Bohne. Aua! Ich habe noch 30 Leben. 31. Bleibst du weg, du verficktes Drecksvieh. Hermine, ich schwöre, wenn du gleich stirbst, dann bringe ich dich um, ja? Ich will es ein bisschen spannend machen, deswegen mache ich ja... Wir wissen. Ja, Harry, mach du doch. Warum zaubern die eigentlich nicht, Axel? Warum muss immer ich das machen, ne? Sag mal, ich habe gefühlt, dass mein Zauber da gar nicht durchgeht. Ja, ist tatsächlich so. Aua! Ron! Backen halten! Jungs, Hammers? Yes! Zweite Trimagische Aufgabe. So, Freunde. Und jetzt müssen wir 8 Trimagische Schilde sammeln. 8-mal Level beenden. Ihr Games. Habt ihr das gemacht, einfach nur um uns Spieler zu ärgern? Oder habt ihr euch irgendwas dabei auch gedacht? Aber ich bin ganz fies zu euch jetzt, denn wir machen noch nicht die zweite Trimagische Aufgabe. Ich bin nämlich ein ganz gemeiner Kerl. Und, ja. Und zwar möchte ich zuerst mal die Karten, Harry-Karten, 742. Ich glaube, ich habe denen noch nie so wirklich was gekauft. Genau, es gibt 6 Kartensätze. Dreifachfluch. Puh. Aber so wirklich gibt's da was für ihn nicht, ne? Und Termine hat sowieso schon genug eigentlich, ne? Abprallfluch. Okay, den kann man ihr gönnen, den Abprallfluch. Akio-Verstärker, Magikus Extremas Verstärker und Gold Magikus Extremas Startschub und Ron.
Eigentlich gut. Dreifachfluch. Flugkaskade. Finde Ron Bohnen steigt seine Kraft. Das ist gut. Flugkaskade. Oh, ich habe keine Bertie Bots Bohnen mehr. Geil. Fluch. Okay. Und zwar machen wir das jetzt ganz fies. Und zwar, gehen wir jetzt nochmal in Kräuterkunde, weil es ja so schön war. ja. Weil wir ja so einen Spaß hatten. Habe ich hier nicht was Neues gekauft? Abprallfluch. Genau. Und ich behalte einfach meinen Abprallfluch. So, Freunde. Jetzt nämlich gehen wir nochmal den Anfang zurück, weil es ja so schön ist. Weil ich ja immer so gerne höre, wenn meine Kumpanen hier rumschreien, wenn irgendwas passiert. Heute machen wir übrigens mal länger, deswegen habe ich auch keinen Timer gestellt und so. Ich hoffe, man hat jetzt nicht gemerkt, dass es eine Ausrede war, dass ich vergessen habe, einen Timer zu stellen. Ne, man kennt mich ja. Ich habe hier überall um mich herum Amazon Echo stehen und komme nicht auf die Idee, mir einen Timer zu stellen. Dafür einen Daumen hoch, ne? Oh Gott, und für dich nicht? Für dich gibt keinen Daumen hoch. Okay, nee, die gehen mir gleich auf die Eier. Deshalb mache ich die auf. Bist du des Wahnsinns, du Drecksvieh? Oh, Harry macht sich mal nützlich. Anstatt die Viecher anzugreifen, solltet ihr... Ron! Ron bleibt ständig an allen möglichen... Ja, ich drücke die falsche Taste, das kann nicht funktionieren. Warte mal ganz kurz, Ron hat schon wieder Leben verloren, dieser Volltrottel. Jetzt kontrolliere ich halt mal den Rotschopf, ne? So, ist das groß genug? Komme ich von hier direkt darüber? Vermiculus! Ich muss zwei Tasten gedrückt halten, damit er in die Richtung schießt, in der er schießen soll. Hey, da drüben, Bohnen! Es gibt doch wirklich nichts Besseres als diese Bohnen. Ron! Oh je, kannst du endlich mal mit deinen Bohnen aufhören, Ron? Danke, Hermine. Danke, 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 danke. So. Ron! Hermine, fang du jetzt nicht auf! Du Drecksvieh! Ich brauche ausnahmsweise mal Bohnen mit Ron. Ach so, und hier kriegt man übrigens auch Bohnen raus, wenn man das mit Herbivikus verzaubert. Hey, hat sich gelohnt. Über 200 Bohnen schon wieder mit Ron. Wofür braucht man diesen Kessel?
Das habe ich nie verstanden. Wofür braucht man den Kessel? Warum steht der hier? Wingardium Leviosa. Ja, der macht doch nichts, der Kessel, ne? Ich verstehe es nicht. Tschüss. So. Ich wollte ihn eben nicht mit Ron auflesen, aber okay. Sollte eigentlich nichts so schief gehen hier, ne? Die Gegner haben wir rund hier. Die Gegners mit S haben wir hinter uns gelassen. So, doch mal einen Schokofrosch gönnen hier. Ich hab's ja, glaube ich, schon mal gesagt, als wir das Hogwarts-Gelände erkundet haben. Immer wieder Level neu starten, um diese Schokofrösche zu farmen. Genau. Oh. Klatsch! Harry, wenn du das Tür wieder zumachst! Danke. Ich wollte gerade sagen, wenn der Junge das wie das hier wieder zugemacht hätte. Harry! Oh. Ich habe mich einfach selber in die Luft gesprengt. Sehr gut. Ich will eigentlich hier die Wand sprengen, ne? Jawohl! Wie schön! So. Ich gönne euch mal einen langen Part, weil hier nicht so viel passiert jetzt gerade. Warte mal, Moment! Oh. Also im echten Leben würde ich da jetzt runterfallen. Habe ich den schon geholt? Okay. Ja, ich habe ein bisschen Alzheimer, müsst ihr wissen. Nein, habe ich nicht, aber fühlt sich manchmal so an. Jawohl, ich habe alle 5 Drachenstatuen. Hä, die gehen wieder zu? Also auch die? Das wusste ich nicht. Okay, Freunde. Kurzer Fail an der Stelle. Nein, es gab gerade keinen Cut. Ich weiß, wo noch ein Schild ist. Und das wird jetzt wieder sehr witzig. Ich habe nämlich keinen Bock, da jedes Mal einen Stein auf dieses Loch zu werfen. Freut euch also jetzt schon mal auf... Ja... einen sehr tollen Moment. Hauptsache, die sind noch offen. Aber es sind da hauptsächlich nur die Großen. Nein. Ich renne hier jetzt durch. Ich hab da keinen Bock, hier ständig diese blöden Viecher zu bekämpfen. Da! So. Ärgert euch mal schön rum mit denen. Ich mach dann mal, ne? Scheißdreck. Du sollst das Vieh töten vor dir. Mit Herbi Vikus wird das nichts. Ja, mein Axio ist halt nicht stark genug. So, Freunde, bekämpft mal dieses... Nein! Ach, du dummes Drecksvieh! Vor allem die brauchen noch so ewig, bis sie mal aufstehen, ne? Aua! Nein, ich dachte, die wäre schon offen gewesen! Oh nö! Freunde, ich muss da ganz kurz einen Soundcheck machen. Ich bin gleich wieder da für euch.